In diesem Video geht es um Sony-Monisive, die wir für Reisemobile empfehlen. Mein Name ist Harald Schäfer, ich bin von Karatec hier in Landau und in unserem Showroom haben wir drei Geräte und unsere Radiowand und die möchte ich euch gerne mal vorstellen. Ja, zwei 7-Zoll-Geräte, diese beiden hier und ein 9-Zoll-Gerät. Die beiden 7-Zoll-Geräte sehen sehr, sehr gleich aus, aber die haben schon Unterschiede und das möchte ich euch jetzt gerne mal erklären. Was man bei dem Gerät sieht und was bei allen Sony-Geräten gleich ist, ist, wir haben eine super einfache Bedienung. Das heißt, ich habe hier Radio, DAB, Bluetooth, Telefon, USB, AV-In, Rückfahrkamera, Knopf und Einstellungsknopf. Diese Knöpfe kann ich beliebig hin und her stellen, wie ich das möchte. Bei den Einstellungen jetzt habe ich auch wieder ein ganz übersichtliches Menü. Allgemein oder hier Klang, wo ich ein paar Klangeinstellungen vornehmen kann. Visuell, also die Einstellungen für den Bildschirm und ich habe hier für Bluetooth noch die Einstellung, also wie ich ein Gerät verbinde. Das war es eigentlich schon, also super, super einfach. Ein Gerät, was wir auch immer gerne für die Vermietung empfehlen, weil ich dann eben nicht noch erklären muss, wie das Gerät funktioniert. Die Tasten, die hier unten in der Leiste drin sind, sind bei allen drei Geräten echte Tasten. Das heißt, man hört es vielleicht ein bisschen im Video. Ich kann da drauf gehen, ich kann die Tasten fühlen, die haben auch noch so kleine Knubbel dran. Das heißt, ich kann diese Geräte durchaus auch während der Fahrt bedienen, wenn ich keine Lenkradfernbedienung habe. Das funktioniert also bei allen drei Geräten unheimlich gut. Alle drei Geräte haben einen Kameraeingang. Wenn man mehrere Kameras anschließen möchte, ist das natürlich möglich. Wir haben dafür Adapter, um zwischen unterschiedlichen Kameras umzuschalten. Auch einen ganz einfachen, wo ich dann zwei Kameras mit nutzen kann. Das geht dann automatisch oder über einen Schalter. Das Gerät selber, wie gesagt, kann eine Kamera anzeigen, aber natürlich auch während der Fahrt, das ist überhaupt kein Problem. Dieses Gerät und dieses Gerät haben einen resistiven Bildschirm. Resistiv heißt, dass ich ein bisschen drauf drücken muss. Funktioniert nicht nur mit Finger auflegen, sondern ich muss ein bisschen drauf drücken. Mit dem Sliden, hier merkt man das gar nicht, das funktioniert einfach so. Aber ich muss einen leichten Druck ausüben, damit ich auf die entsprechenden Tasten komme. Nur Finger auflegen genügt da nicht. Wobei das für einen resistiven Bildschirm schon sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man sagen. Das ist bei dem 3250 so und beim 8150 genauso, also diesem 9-Zoll-Gerät. Das Gerät hat einen AV-In als Zusatzeingang und das ist auch schon das, was uns zum Unterschied bringt zu den größeren Geräten, nämlich zum 5650 und zum 8150. Diese Geräte haben eben nicht nur ein AV-In, sondern sie haben eben auch einen HDMI-Anschluss, den kann ich beispielsweise verwenden, um einen Fire TV-Stick anzuschließen. Das heißt, wenn es mir genügt, auf so einem kleineren 7-Zoll- oder 9-Zoll-Monitor fernzusehen, kann ich das einfach daran anschließen, habe da praktisch einen Smart-Fernseher auf diesem Gerät drauf. Also gerade für Kastenwagen ist das eine durchaus interessante Alternative und natürlich eine sehr preiswerte Lösung, im Wohnmobil fernzusehen. Ich habe hier zwei USB-Anschlüsse, bei dem kleineren Gerät habe ich nur einen USB-Anschluss. Aber was aus meiner Sicht den größten Unterschied ausmacht, ich habe hier einen besseren Bildschirm. Das heißt, hier habe ich einen kapazitiven Bildschirm, der noch mal klarer ist als der resistive bei diesem kleineren Gerät hier. Für einen resistiven ist der sehr, sehr gut, aber einfach noch mal eine ganze Nummer besser ist eben dieser kapazitive Bildschirm, den ich hier habe. Also man merkt das auch ein bisschen, beim Sliden geht das ein bisschen besser als bei dem anderen Gerät. Dann haben wir noch das große Gerät, ein 9-Zoll-Gerät. Das finde ich auch ziemlich schick, weil es auch wieder diese Tasten da unten hat, die ich wirklich sehr gut bedienen kann. Viele 9-Zoll-Geräte haben nur so Sensortasten. Auch hier habe ich wieder richtige Tasten, auf die ich drauf drücken kann und habe hier unten wieder die Funktion. Auch das Gerät hat wieder einen HDMI-Anschluss. Eignet sich dadurch eben noch mal ein bisschen besser auch als ja, kleiner Fernseher im Wohnmobil, wenn ich denn eben ein über HDMI einen TV-Stick anschließe, einen Fire TV-Stick oder irgendeinen anderen Android TV-Stick, funktioniert das prima. Was ich noch nicht gesagt habe bei diesen drei Geräten, alle drei haben Apple CarPlay und Android Auto, in dem Fall über USB. Das heißt, ich verbinde die mit dem Kabel. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, dass es nicht wireless funktioniert, weil ich damit natürlich dann auch gleichzeitig mein Handy lade während der Fahrt. Und wenn ich eine längere Strecke fahre, muss ich es ja irgendwie auch laden. Und dann habe ich hier wieder die volle Funktion über Musik, Karten, Navigation funktioniert dann natürlich auch über Google Maps, Apple Karten oder was auch immer. Ich kann meine Musik hier drüber abspielen.
Also wenn ich das Gerät benutze, ist es eh meistens auf dieser Oberfläche hier, sodass ich eben die ganze Funktionalität darüber habe. Auch Telefonieren funktioniert natürlich, Musik abspielen, Navigation, Nachrichten, die ich bekomme, die ich per Sprache vorgelesen bekomme, auch per Sprache beantworten kann. Jetzt beispielsweise WhatsApp-Nachrichten kann man einfach auch darüber so beantworten. Ja, aus unserer Sicht völlig unkomplizierte Geräte, funktionieren super gut, klingen gut, haben einen guten Radioempfang, sind extrem zuverlässig, wir haben keinen Stress mit diesen Geräten, sind rundum eine Empfehlung. Wenn euch das interessiert, sprecht uns an in Landau, info@caratec.de, ruft bei uns an, lasst euch beraten, auch zum Thema Sound oder auch zum Thema, was brauche ich noch, um diese Geräte in mein Fahrzeug einzubauen. Wir haben natürlich für alle diese Geräte Lenkrad-Fernbedienungsadapter, geht bei Sony übrigens sehr, sehr einfach, einfacher als bei den meisten anderen Geräten. Oder auch Einbausätze für Ducato 7, Ducato 8, Sprinter, was auch immer, gibt es bei uns auch. Noch eine Besonderheit. Für alle, die einen Ford Transit haben. Aktueller Ford Transit wird ja sehr oft mit einem sehr einfachen Radio ausgeliefert. Wir sagen immer, das ist so ein 80er-Jahre-Gerät. Das sieht wirklich sehr, sehr einfach aus, das Radio. Und wir haben dafür einen speziellen Einbausatz gemacht, ein spezielles Set gemacht, dass dieses Gerät eben auch in den aktuellen Ford Transit reinpasst, mit kompletter Anbindung, Lenkradfernbedienung, Antennen, Adapter, alles, was dazugehört. Da wird nur dieses Ein-Ding-Gerät rausgenommen, dafür dieses Gerät eingebaut, sodass ich dann wirklich ein neuzeitliches, gut funktionierendes Gerät auch für den Ford Transit habe. Meldet euch bei uns, wir beraten euch gern. Bis bald. Tschüss.